von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kufstein TV. Aus dem Herzen der Festungsstadt senden wir jeden Sonntag ein neues Programm. Empfangen könnt ihr uns im Kabelnetz Kufstein, bei Elektro Volland, auf YouTube und natürlich auch auf der Website www.kufstein.tv. Ich wünsche viel Spaß mit den folgenden Berichten. Es lebe der Sport! Die Gemeinde Langkampfen widmete der sportlichen Betätigung eine ganze Woche. Schick mir einen Engel. Beim neuen Stück der Volksbühne Langkampfen muss ein Schutzengel für Ordnung sorgen. Der Soundtrack deines Lebens. Ein Blick in den Alltag der Mitarbeiter im Pflegeheim Schäffau. Sport spielt in der Gemeinde Langkampfen eine große Rolle. Von Fußball und Tennis über Rodeln und Stockschießen bis hin zu Fitness und Strong Race ist das vielfältige Angebot dabei noch lange nicht ausgeschöpft. Um dieses Angebot darzustellen und dessen Stellenwert zu unterstreichen, organisierte die Gemeinde die Woche des Sports. Das Team von Kufstein TV war zu Besuch bei der Auftaktveranstaltung und traf dort auf viele bekannte Gesichter. Mehr gleich nach der Werbung. Werbung! Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, das ganze Jahr. 70 Jahre, kauf meine bei Spar. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum, das heißt gemeinsam sparen. Und das ganze Jahr. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum und alle feiern 70 Jahre. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, gibt's schon Spar. 70 Jahre feiern das ganze Jahr. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von KUFnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Dich erwartet ein faires Fixgehalt. Ohne Provisionsmodell. Ein traditionsbewusster und sattelfester Arbeitgeber. Und ein familiäres Betriebsklima. Sprichst du Zukunft? Wir auch. Lass uns gemeinsam die Welt von morgen bewegen. Er hat mich hierher gebracht. Schauen Sie rüber in das Büro, ob da nicht zufällig irgendwo eine Leiche herumliegt. Gerne, danke. Die Fantasie ist schärfer als die Realität. Das wird eine wilde Szene. Vicky, der glatte Spinn. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ablakus. Du hast keine Freunde. In der Gemeinde Langkampfen drehte sich eine Woche lang alles ums Thema Sport. Zum Auftakt baten die Initiatoren zur hochkarätig besetzten Talkrunde. Unter anderem sind dabei Rennradlfahrer der Georg Totschnig, der Fußballer Schweinsteiger Tobias, Tiroler Fußballlegende Michael Bauer, Langkampfer Lokalmatador, der Moritz Schiegel, der was vor kurzem bei der Jugendolympiade die Bronzemedaille gewonnen hat, ist auch dabei. Und wir haben auch aus der Region, aus Angerberg, haben wir die Anna Wipper da, die macht da oben super Sachen mit Nachwuchs im Langlaufbereich. Und moderiert wird die ganze Sache vom Andreas Onea, der ist ja bekannt aus NRF. In der Reha hatte ich meinen ersten Kontaktpunkt zum Sport. Meine Eltern waren vollkommen verzweifelt, sie haben nicht gewusst, was sie jetzt machen mit einem Kind mit Behinderung. Wie schafft man das, dass der irgendwie ein gesundes, halbwegs selbstständiges Leben lebt? Und in der Reha habe ich andere Menschen mit Behinderung gesehen, die sich bewegt haben, die Sport gemacht haben, die geschwommen sind, die Tennis gespielt haben, die Leichtathletik gemacht haben und vor allem die selber im Leben erfolgreich waren, Familien hatten, beruflich erfolgreich waren.
Und ein Herr ist neben mir geschwommen, als ich das Schwimmen angefangen habe zu lernen. Und der hat bei den Paralympics in Sydney die Silbermedaille über 50 Meter Brust gemacht. Und der ist dann zurückgekommen und hat gedacht, Wahnsinn, ja? Der sitzt im Rollstuhl und der hat die Silbermedaille bei den Paralympics gewonnen. Und so langsam habe ich mir gedacht, das will ich auch irgendwann einmal. Und ihr seht vielleicht schon ein Thema, das wir heute auch ansprechen werden, ist diese Vorbildwirkung. Wir sehen andere, die etwas großartig machen und toll machen. Und das motiviert uns auch, reinzuhackeln und was zu tun. Der Sport ist, glaube ich, für das ganze Leben wichtig, für das eigene Selbstvertrauen, in seine körperlichen Fähigkeiten, aber auch in sein Ich und in sein Sein. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wer Spitzensport machen möchte, ist es wichtig, sich Ziele zu setzen, zu wissen, was brauche ich, was muss ich tun, um dorthin zu kommen. Und dann einfach wahnsinnig resilient sein, wahnsinnig diszipliniert sein. Und da trennt sich dann der Spreu vom Weizen. Die das wirklich wollen, die geben alles dafür. Auch die 19-fache Medaillengewinnerin Claudia Lösch schöpfte durch den Sport viel Kraft. Ich habe mit dem Monoskifahren angefangen, weil es war 1996 die WM der Menschen mit Behinderung in Lech am Arlberg. Und ich habe das damals im Fernsehen gesehen, so als, wie alt war ich da, 7. Und bin dann meinen Eltern ungefähr 3 Jahre auf die Nerven gegangen. Mama, Papa, ich will endlich Skifahren lernen. Ihr müsst mich jetzt endlich für einen Skikurs anmelden. Ich bin im Endeffekt auf die Ski gestanden und 2 Tage später habe ich gewusst, ich will die Paralympics gewinnen. Und es hat großartig funktioniert. Wenn das Feuer entflammt ist, glaube ich, dann ist es an der Zeit, da dran zu bleiben und die Flamme lodern zu lassen. Macht halt Freude, sich zu bewegen, Emotionen mit anderen zu teilen, ja, Sachen auch weiterzugeben und deswegen ist der Sport, glaube ich, ganz wichtig. Sport muss Spaß machen, Sport muss eine Freude bereiten. Man muss es gern tun, weil was man gern tut, macht man auch gut. Langlauftrainerin Anna Wiebmer widmete sich bei ihren Ausführungen vor allem dem Nachwuchs und der Rolle der Eltern. Dass man auch das Interesse an den Kindern hat, dass man einfach sagt, ja okay, ich hau mich jetzt mit dir auf die Rudel oder ich gehe mit dir schwimmen oder ich gehe mit dir Skifahren oder ist ja am Fußballplatz oder wie auch immer. Aber die wollen schon auch, dass die Eltern dabei sind, dass die auch im Boot drinnen sitzen. Die Kinder haben ja irgendwo ein gewisses Grundbedürfnis, sich bewegen zu wollen. Es ist nur ein bisschen das Problem, was wir in der Gesellschaft haben. Wo dürfen sie sich noch bewegen? Wo dürfen sie sich noch ausbauen? Es muss ja alles dann alles so strukturiert ablaufen. Und deshalb war es eben so wichtig, dass wir die Kinder aus sich bringen, in die Natur aus sie bringen. Abschließend wurde Rodler Moritz Schiedl für seine jüngsten Leistungen ausgezeichnet. Bitte mach weiter so, leg da nicht selber zu viel Druck auf. Wir freuen uns auf alles, was noch von dir kommt. Herzliche Gratulation im Namen der Gemeinde. Nächste Woche auf Kufstein TV. Die Volksbühne Langkampfen gehört zu den traditionsreichsten Theatervereinen in der Region. In den letzten 65 Jahren, seit der Gründung, begeisterte man unzählige Zuschauer und auch heuer möchte das Ensemble wieder die Lachmuskeln seines Publikums strapazieren. Gelingen soll dies mit der Komödie Der Protektolus. Auf himmlischen Beistand ist jedenfalls Verlass. Mit Der Protektolus von Peter Landsdorfer führt die Volksbühne Langkampfen derzeit eine Komödie in 3 Akten auf. Grüß dich, Nachbarin. Grüß dich. Du Gustav, ich möchte mit dir ganz etwas Wichtiges reden wie gestern. Was hätt's auf die Esheit reden? Ja, etwas Wichtiges, wenn ein kein... Ja, wenn den kein Wendelausflug, ja. Das war ja... Das ganz wichtigste Thema gestern bei der Versammlung. Ja. Aber das ist jetzt mehr etwas zwischen uns Wanderfreunde. Ja. Ich hab's schon verstanden. Ich bin schon weg. Sag einmal, was redst denn du da her? Karl Wendelausflug. Ja, wenn ein Kartenspiel wollte ich reden mit dir. Ja, ich weiß ja eh. Da geht es eigentlich um einen Bauern, der was beim Kartenspielen sein Haus und Hof eigentlich fast verspült. Also eigentlich seine Viecher und dann geht es eigentlich um Grundstücke und Grund und Boden. Und dann kommt der glorreiche Retter im weißen Gewand. Ich bin dem Stück der Schutzengel, namentlich Protektolus.
Und ich habe geschaut, dass am Moorhofer wieder ein bisschen aus der Patsche geholfen wird. Wenn die so viel Kim und das Bier bringt, die sieht mich nicht. Ja, das war das erste Mal, dass die Sophie am Mannsbild nicht sieht. Da, schau her, Bauer, dein muss Bier. Ja, das ist für ihn. Für wem? Ja, er kriegt das Bier. Ja, Bauer, wen machst du denn? Ja, er hat einen Durst und er kriegt das Bier. Du, Bauer, machst was nicht gescheiter. Ich darf da ein Glas Milch bringen, weil ein Bier am helligsten. Nein, lass da das Bier und du geh wieder an die Arbeit. Ich habe in der Vergangenheit eigentlich sehr viele Rollen gespielt, die eher negativ geprägt waren oder eher einen bösen Charakter, würde ich jetzt mal behaupten. Für mich war da die Schwierigkeit, ein bisschen euch zu finden, einfach in die Rolle und einfach der sanfte Engel zu sein und einfach mitfühlen und das Ganze auch wirklich gut authentisch umzubringen. Grüß Gott, mein Mann! Ja, wo sind denn die alle? Hallo! Hallo! Halbe, wenn ich komm, ist keiner da. Ja, grüß dich, Blasi! Ja, froh! Ich hab jetzt überhaupt keinen dabei, aber der Bauer, der kommt gleich! Ja, ich hätte ja was zu reden mit... Oh, Moorhofer! Ja, Blasi! Ja, grüß dich! Ja, grüß dich! Du, ich hab jetzt keine Zeit, aber die Bayerin, die kommt gleich! Ja, ich hätte ja was zu reden! Jetzt ist der schon wieder raus. Ja, grüß dich, Gott, Blasi. Hallo, Sophie. Du, der Bauer und die Bayern. Der Schutzengel verbreitet in Langkampfen nicht zum ersten Mal seinen Segen. Im Jahre 2002 wurde das Stück bereits vom Theaterverein aufgeführt. Der Heilige war zumindest genauso gut, als wir der von 2002. Mein Kompliment. Natürlich hat man aus Regie, beziehungsweise nach 20 Jahren, wie ich schon gesagt habe, das haben wir vor 22 Jahren schon gespielt, ein paar andere Ideen, ein paar eigene Ideen, vielleicht hast du da ein bisschen moderner mit einer gewissen Musik und vielleicht ein bisschen auch mit kleinen Show-Effekten, was vor 2022 Jahren noch nicht so gewesen war. Aber ich habe durch das, dass wir es eben damals schon gespielt haben, gewusst, es ist ein wirklich ein lässiges, tolles Stück, eins mit vom Besten, was der Landstoffer eben geschrieben hat. Persönliche Lieblingsszenen gab es bei den Akteuren so einige. Meine Lieblingsszene ist, wo der Bartl Eicher kommt und wo er Dumpf aufgesetzt kriegt von Gustl. Bei einem guten Freund Schulden kassieren, wenn er in der Grästen nur ist. Da hast du deine erste Raten. Jetzt leiste. Bei all dem Aufwand im Vorfeld eines neuen Stückes wartet am Ende ein besonderer Lohn auf die Darsteller. Wir haben bei uns einen Kasperl runtergerissen und genauso tun sie es heute auch für die Zuschauer. Ey, es gibt nichts Schöneres, als wenn du herum bist und hörst die einen unten lachen und klatschen. Ja, sag einmal, bist wieder da Gemeindeabgaben kassieren oder wir? Nein, heute mal nicht. Ich hätte mit dem Moorhofer und seiner Bayerin was Persönliches zu besprechen. Jetzt geh weiter, Blasi. Wo kannst du mit der Spruch? Was hättest du jetzt zu reden mit ihr? Mir gesagt, das ist streng geheim. Das kann ja nicht sein. Warum haben wir ständig probt, das depperte Textlerner? Aber wenn wir heute bei einer Premiere mit den Leuten, die lachen und klatschen, dann weißt du ganz genau, wegen dem tust du das.
Der Bürgermeister, der möchte gern. Ja, was ist auf den Stis? Dienstschluss! Seine Frau erwischt ihn, als er mal wieder betrunken nach Hause kommt. Und zu allem Übel hat er im Rausch beim Kartenspielen auch noch seinen besten Ochsen verspielt. Bei Gustl Moorhofer läuft alles schief. Kein Wunder, denn sein Schutzengel hat sich ein paar Tage Urlaub gegönnt. Der Protectulus, eine Komödie in drei Akten. Dargeboten von der Volksbühne Langkampfen. Sei dabei an einem der vier weiteren Apriltermine im Gemeindesaal Langkampfen. Karten gibt es via Online-Reservierung auf der Homepage der Volksbühne. Fritz Wunderlich. Er hatte eine der schönsten Tenorstimmen aller Zeiten und wurde noch am Beginn einer Weltkarriere im Alter von erst 36 Jahren durch einen tragischen Unfall mitten aus dem Leben gerissen. Rudolf Wallner ehrt nun das Schaffen des unvergessenen Sängers im Rahmen einer Dokumentation mit zahlreichen Film- und Tonaufnahmen. Am Sonntag, den 21. April um 11 Uhr im Funplex Kufstein. Jakob Zimmermann zählt zu den herausragendsten Pianisten in Österreich. Neben seinen Soloaktivitäten tritt er auch im Verbund mit Gitarrist Christian Hauser auf. Das befreundete Duo verspricht ein Feuerwerk an komplexen Kompositionen, verschmolzen mit unbändiger Spielfreude und rasanten Improvisationen. Der Verein Klangfarben freut sich am Samstag, den 27. April ab 20 Uhr auf zahlreiche Besucher in der Landesmusikschule Kufstein. Die Komik des Schweizer Duos ohne Rolf ist wahrlich erlesen. Sie erschufen das wortlose Kabarett, das von geschriebenen Dialogen, Wortwitz und der Pantomime seiner Darsteller lebt. Doch es ist kein einfaches Dahinblättern, sondern eine bildliche Reise. Mit ihrem aktuellen Programm Jenseitig blättern sich ohne Rolf mit viel Leichtigkeit durch die großen Fragen des Diesseits und Jenseits. Aufgeblättert wird im Kulturquartier um 20 Uhr. Die wunderliche Gastronomie lässt bereits ab 19 Uhr die Fetzen fliegen. Ob Neuling, alter Hase oder Quereinsteiger, das Pflegeheim Schäffau freut sich über motivierte Menschen, die am erfüllenden Arbeitsalltag mitwirken möchten. Was Interessierte in einer der schönsten Pflegeeinrichtungen Tirols erwartet, sehen wir uns im folgenden Clip an. Keine Sitcom, hier spielt das wahre Leben. Immer mit dem Herz dabei, immer alles geben. Kein 9-to-5, sondern immer, wenn es darauf ankommt. Ein Ort für Fürsorge, Respekt und Mut. Wo jeder Einzelne zählt, auch wenn er sich in seinem Bett ausruht. Kein Who is Who, sondern gemeinsam eben. Momente teilen, wahre Freude erleben. Lachen, weinen, darüber reden, aber niemals aufgeben. Lass uns Herzen bewegen. Keine Haute Couture, sondern Pflegerschick. Ärmel hoch, Mund auf. Rollstuhltrick. Zuhören, helfen, weitermachen. Trotz all dem Stress auch gemeinsam lachen. Guten Morgen, guten Abend. Wie geht es Ihnen? Wir kennen die Namen, die Geschichten und Ihre Lieben. Keine Eitelkeit, sondern im Takt der Zeit. Immer der Mensch im Mittelpunkt. Es lebe die Vielfältigkeit. Auch mal ausspannen und seine freie Zeit genießen. Auftanken, austrinken und vor Ideen sprießen. Kein One-Hit-Wonder, sondern der Soundtrack eines Lebens. Lerne fürs Leben, lerne zu pflegen. Nächste Woche auf Kufstein TV. Bis bald!
feiern gemeinsam. 70 Jahre, das ganze Jahr. 70 Jahre, kauf meine bei Spar. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum. Das heißt gemeinsam sparen. Und das ganze Jahr. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum. Und alle feiern 70 Jahre. Wir feiern gemeinsam. 70 Jahre gibt's schon Spar. 70 Jahre feiern das ganze Jahr. Wow, woher hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Persona is all that's hopeless in the game now. The wrong devotion flows through those who chase the same clout. The power flowing through the industry got this congested. I'm XXL if they sit the pen in. Fuck who they pick as freshmen. I SMS it, DM and it, double send it till they get the message. Verabschieden wir uns für diese Woche. Übrigens findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen und der Website aktuell eine Verlosung, bei der es einen tollen Sachpreis zu gewinnen gibt. Ich drücke die Daumen und bedanke mich fürs Einschalten. Tschüss und bis zum nächsten Mal auf QTV.